Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gothic 3. Ich befinde mich immer noch am selben Abend wie die letzten beiden Folgen. Und wir haben uns dazu entschieden, jetzt auf jeden Fall den Weg des Magiers einzuschlagen. Ja, so, ich habe ja auch letztes Mal gesagt, ich muss jetzt mal gucken, wie ich mich entscheide, dies, das, ne? Pass auf, wir machen es jetzt so, weil die Entscheidung ist tatsächlich schwerer als gedacht. Also Beschwörungsmagie ist auf jeden Fall halt drin, das ist klar, ne? Was ich jetzt möchte, ist die Eiswelle, ja, und dafür brauchen wir die Eislanze. Ich habe mal geschaut, das sind, glaube ich, insgesamt 15 Lernpunkte. Gut. Das Ding ist allerdings, ich hätte gern den Feuerregen dazu und nicht den Hagelsturm, weil Feuerregen halt nochmal nachspratzelt und irgendwie auch echt einiges hermacht. Dafür brauchen wir nur den Feuermagier. Das heißt, passt eigentlich alles. Wir können die Eislanze lernen und wir können damit dann auch die Eiswelle lernen. Falls irgendwann noch Bedarf ist, lernen wir halt die Flammenwelle noch dazu. Aber für jetzt, denke ich, sind wir erstmal good to go, wenn wir die beiden Sachen machen. Ja, wie gesagt, Eislanze werde ich, glaube ich, nicht ausrüsten. Ich glaube, ich werde hier bei dem Blitz bleiben. Eiswelle aber schon sehr, sehr strong. Das heißt, dahin gehen wir. Und wir gehen in Richtung... Hier, Mana. Wir haben nämlich nur 110. Und wenn man das sich mal anschaut, zum Beispiel der Mana-Trank hier gibt 30%, der hier gibt 60%, die Pflanzen geben 15%. Dieses Prozent ist schon sehr, sehr geil, ne? Das heißt, so insgesamt können wir mehr Schüsse rauslassen, ja? Bei unseren jetzigen 110 waren es, glaube ich, 3, fast 4 Schüsse. Und wir können natürlich auch viel besser regenerieren. Weil das halt ganz, weil das Ganze natürlich prozentual abläuft. Und es ist halt irgendwie dumm, mit 191 Lernpunkten rumzulaufen. Das ist so viel Potenzial, was da flöten geht, ne? So, das heißt, wir machen es jetzt erstmal so. War das Natur? Eislanze. Manchmal lässt sich ein Kampf nicht vermeiden. Du hast jetzt die Waffen, die du brauchst. Jetzt weiß ich, wie ich es machen muss. Danke. Eiswelle? Du hast nicht... 8K. Uff. Ja gut. Schaffen wir das? Weil ich wollte eigentlich jetzt halt auch noch fett Mana. Ich dachte nicht, dass es so teuer ist. Warte, wer war hier nochmal Händler? Ja, hier. 8000. Naja, das wäre auf jeden Fall schon mal... Na gut, okay. So, dann hauen wir das hier weg. Wir hauen das hier weg. Irgendein Schwert müsste doch hier bestimmt noch. Hier machen wir so ein Bastardschwert. So, den hier. Die hauen wir alle weg. Gibt es viel zu viel von. Aber wir sind schon bei 10.000. Verstehe. Verstehe. Mal so, Goldausgleich tausch. Wir haben 10.600. Bist du auch am... Nee, ne? Okay. So... Manchmal lässt sich ein Kampf nicht vermeiden. Du hast jetzt die Waffen, die du brauchst. Wieso? Ist das so billig? Also, ne, das Teaching ist so billig irgendwie. Gesundheit. So, dann können wir das jetzt ja... Ja, keine Ahnung, einfach mal auf die 6 legen, oder? So. Altes Wissen war es gerade nicht. Magische Kraft, ne? 500 Gold, das ist eigentlich ein Schnapper. Für 8.080? Weil können wir eigentlich genug lernen? Wir haben also bei 20 Lernpunkte, wir bekommen 80 Mal. Das ist echt gut. Ich gehe da einfach 4 Mal rein, oder? Alter, das, okay, das sollte uns jetzt eigentlich... Gewähre mir magische Kraft. Das sollte uns einen richtig dicken Boost geben. Wir gehen jetzt einfach 4 Mal rein. Nur weiter so. 190 Mana. Mhm. 270. Gut so. Dann 50. Gut. 430. Das heißt jetzt, so mal ganz kurz rechnerisch, ne? 430, oh Gott, ja. Also, mit 30% sind es. 100, ein bisschen über 100, oder? Scheiße, brauche ich jetzt echt dafür einen Taschenrechner? Das ist halt, ey. Kannst du dir halt nicht ausdenken. Ich will bloß jetzt keine Kacke labern. 30%. Ist okay, 130 fast. 130 Mana gibt ein so einen Trank jetzt hat. Und wie viel wasten wir mit einem Schuss?
30. Alter. Also so ein so ein Trank ist jetzt halt einfach, gehen wir jetzt einfach mal von den 30 aus, ne? Ist einfach jetzt halt 4 Schüsse worth. Das heißt, eine Mana-Pflanze ist 2 Schüsse worth. Das wird natürlich immer besser halt, ne? Ja, komm, scheiß drauf, Alter. Ich hab Bock. Ich hab Bock. Gut. 510 Mana. Jawohl, Alter. Das heißt, wir können jetzt mal ordentlich rausbolzen, bis uns da mal die Mana ausgeht, ne? Haben die hier oben ein Bett? Oder war da unten? Ah, da unten war ein Bett, ne? Ja, da unten ist eins. Gut. Das hat, glaube ich, jetzt schon sehr geboostet. Auch, dass wir jetzt diese Eiswelle können, ne? Ja, schon doch. Dann können wir jetzt halt mal Richtung Ben Erai walken. Dafür gehen wir erstmal zurück nach Braga. War jetzt ein bisschen dumm, ne? Ich habe, glaube ich, letzte Folge was anderes gesagt. Aber gut. Aber gut. So. Ich wollte hier, glaube ich, einen Schlenker machen, weil da vorne habe ich irgendwas gesehen, was interessant aussah. Da war so ein einsamer Fels, ein größerer. Ringsrum nur Sand. Weiß nicht, sah irgendwie aus, als würde man da hingehen wollen. Ich denke jetzt speziell mal an eine schwere Truhe oder an eine alte Truhe. Ist, glaube ich, sogar gleich da vorne, was ich meine. Alter, wir können jetzt. Scheiß auf den Bogen, oder? Jetzt können wir eigentlich, glaube ich, mit Blitz rumrennen. Sollte fit gehen. Wenn wir jetzt auch noch ein bisschen mehr altes Wissen haben, dann sind die ganzen Wölfe hier zum Beispiel, also Schakale, sorry, auch noch One-Shot, ne? Ja. Ich glaube, da geht was dann. Können wir uns ja demnächst mal dann überlegen, ob wir da vielleicht mal ein bisschen mehr reingehen noch. Ja, Jungs. Also jetzt können wir Magier-Dasein ausleben. Schaut mal, schaut mal, schaut mal. Kaum Mana gezogen. Bin sogar echt auf blöd am noch im Überlegen, ob wir noch mehr reingehen wollen in die ganze Geschichte. Jetzt ist es halt irgendwie echt altes Wissen. Mana. Und halt warten, bis wir irgendwann mal einen Teacher finden, der uns auch den ganzen anderen geilen Scheiß hier beibringt. Ey, was war das? Ich muss auch nicht mal wirklich aimen. Es ist gut für mich. Okay, das sind dann doch ein paar viele. Ich weiß, ey, so viele Leute denken sich jetzt, also Junge, hättest du das mal früher gemacht, ne? Ich weiß. Hätte ich es mal früher gemacht. Aber ich wusste jetzt auch selbst nicht genau so, wohin und also, ne? Wie wir es jetzt genau machen, aber da ja, war auf jeden Fall viel zu viel Potenzial, was hier jetzt mit den Lernpunkten noch geschlummert hat. Und hat auch jetzt im letzten Endes irgendwie dieses Magier-Walkthrough ein bisschen behindert, dass wir das nicht gemacht haben. Weil halt irgendwie mit unseren 100 Mana, mit denen wir hier rumgerannt sind, wird es halt irgendwie nichts, ne? Halt irgendwie nicht. Okay, ja, mal schauen. Mal schauen, wie es jetzt in Zukunft noch weitergeht. Wir haben jetzt noch immer, also wir haben jetzt immer noch knappe 80 Lernpunkte. Sind jetzt einfach mal auf ganz entspannt 110 losgeworden, also ein bisschen mehr als 110. Da war jetzt schon ein bisschen was, ne? Hier schaut es nach Wasser aus, weil die Pflanzen da sind. Vielleicht gibt es dort ja irgendwas. Ach so, warte, nee. Das ist nicht das, wo wir schon waren, ne? Löwe. Warte mal, kann man hier auch mit scouten? Ja, okay, geht auch. Bin ich fast im Überlegen. Können wir das vielleicht kurz mal so? Ja, so ist geil. Ich würde den Bogen jetzt nicht. Oh, das sind ein paar viele. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Scheiße! Oh Gott. So, aber können wir eigentlich auch gleich mal kurz gucken, was so eine Eiswelle kann, wa? Wir brauchen aber erst ein bisschen Abstand. So nicht. Wie? Hä? So viel will die? So viel zieht die? Was? Da schaue ich mir gleich die Mana-Kosten nochmal an. So nicht. Okay, jetzt werde ich skeptisch. Okay, ja, Jungs, ey, wieso seid ihr so schnell? Wieso, also, hä? Habe ich irgendwas verpasst? Ah! Okay,
Okay, also wir müssen uns da gleich nochmal die Mana-Kosten anschauen. Das waren wir jetzt, ja, doch halt bestimmt. Wir waren doch gerade bestimmt auf, was weiß ich, 450 Mana. Wieso? Wieso will er das nicht? Hä? Wäre doch easy drin gewesen, oder nicht? Wäre doch easy drin gewesen. Aber jetzt mal ganz kurz auf den Blitz bezogen noch, ne? Leute, das Spiel ist so GG. Wir werden jetzt halt... Also wir haben so hoch gescaled gerade und das sind noch nicht mal wirklich die heftigen Zauber, die wir jetzt da irgendwie, ne? Das ist der billigste Zauber. Jetzt lasst uns mal noch ein bisschen altes Wissen gainen. Rennen wir nur noch mit dem Blitzding rum. Wir brauchen... Das ist ja durch. Durchgespieltes Spiel, ja? Mal schauen, vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, dass wir die Eislanze an sich können, weil es gibt bestimmt das ein oder andere Biest, wo, ich sag jetzt mal, eine gewisse Resistenz hat. Euch würde ich jetzt ja auch gerne mal probieren, ne? Aber also das ist halt, das könnte jetzt gleich richtig ridiculous werden einfach. Mach mal kurz, ich tank mal kurz ordentlich rein. Oh Gott. Ja gut, ne? Das hat jetzt halt nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Scheiße, die sind auch wieder so schnell. Nee, das muss ich auf jeden Fall noch lernen. Oh Gott, das sind noch mehr. Junge, was ist denn jetzt hier los? Nein! Oh mein Gott, habt ihr gesehen, wie knapp das war? Jetzt weg, so, und ich auch weg. Großfleisch. Alter, was ist denn jetzt hier los? Wieso so viele Löwen auf einmal? Kommen die her? Ja, wir sind da jetzt dann schon im Ben Erai, I guess. Ich wollte nur mal so zwischenzeitlich ein bisschen ausprobieren, was so jetzt geht, ne? Hey, die hier. Die haben doch gar keine Chance. Schau mal, wie langsam die sind. Ja, jetzt sind wir leer. Aber guck mal. Ein so ein Ding reinziehen. Pass mal auf. Ein fetter. Noch ein fetter. Ein kleiner geht noch. Jetzt sind wir leer. Okay. Jetzt, ey, die Kombi wäre jetzt übel geil, noch mit Mana-Tränke herstellen lernen. Ich brauche noch ein bisschen Alchemie. Das will ich aber nicht lernen. Also nicht aktiv. Das werden wir, da werden wir schauen, was wir noch irgendwie per Bücher oder sowas uns reinziehen. Irgendwo muss man dann auch sparen, ne? Weil wir haben noch viele Skills vor uns, ne? Die ganzen Beschwörungszauber, diese Robe hier, dass die doppelt Rüstung und so hat. Diese automatische Mana-Regeneration möchte ich ja auch noch drin haben. Da ist schon noch viel, so ist nicht, ne? So, sicherheitshalber ziehe ich jetzt auch mal kurz die Assassinenkleidung an. Das einzige Negative halt an der Magie ist, ich glaube, da habe ich vor ein paar Folgen schon mal drüber gesprochen. Alles, was wir halt umhauen mit der Magie, ist halt tot, ne? Das ist halt eher schwierig. So, wir hauen uns mal kurz hier hin, ne? Wir sind ein bisschen platt. Oh. Ui. Jetzt wünsche ich mir Alchemie. Hier steht was über Alchemie. Geil. Hm. 31. Wir brauchen 45. Dann können wir Mana-Tränke machen. Permanente Tränke 95, das wird halt wild. Mal schauen, wie weit wir da kommen. So, ja. Willkommen in Ben Erai. Wir reden erstmal mit den Leuten, I guess. Sancho. Ach so, der ist hier gleich sogar der Chef, ne? Ich bin Sancho. Ich kann keine weitere Wache gebrauchen und wie ein Sklave siehst du nicht aus. Also, was willst du?
Hast du Arbeit für mich? Ich bezahle schon genug Leute dafür, dass sie sich die Beine in den Bauch stehen. Aber wenn du richtige Arbeit willst, dann habe ich was für dich. Was hast du für mich zu tun? Ich habe schon länger nichts mehr von unserem Stollen aus Lago gehört. Fabius Goldlieferungen bleiben aus. Irgendwas stimmt nicht. Geh mal nach Lago und sieh dich dort mal um. Mann, 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 was ist denn mit meinen Namensvettern, hm? Irgendwas läuft da offensichtlich nicht. Hast du noch was anderes für mich zu tun? Ja, durchaus. Ich mach mir Sorgen um meine Männer. Die Nähe zum Gold macht irgendwann jeden schwach. Also sprich mit ihnen und spitze dabei die Ohren. Wenn sich jemand verdächtig macht, dann erzähl es mir. Mhm. Aber er ist kein Schwarzmagier, ne? Wo ist Lago? Lago liegt nordöstlich von hier. Es sind nur ein paar Hütten an der Küste. Selbst die Bezeichnung kleines Dorf ist unpassend. Aber wenigstens haben sie dort einen Stollen, von dem ich kein Gold mehr bekomme. Verdammt nochmal! So, Sancho hat echt sehr, sehr gute Laune. Wir reden jetzt hier mit den Leuten. Wir sollen gucken, ob irgendjemand verdächtig ist. Scheiße, dass hier kein Schwarzmagier ist, weil der hat ja letzte Folge schon gut Ruf gegeben bei den Assassinen, ne? Einfach mal einen Zehner in die Hand gedrückt. Eusebio. Hey, ich bin Eusebio! Der Alchemist, nehme ich an. Und Schnapsbrenner! Wenn du was brauchst, bei mir kriegst du alles. Erzähl mir was über die Stadt. Mann, wir sitzen hier auf einer Goldader und ich kriege nicht einen Brocken ab. Am liebsten würde ich hier nachts mal eine Runde drehen und alle Truhen plündern. Ja. Mach das doch. Bist du verrückt? Ich bin froh, wenn ich meine Wampe morgens aus dem Bett kriege. Gut, so viel zu verdächtig, oder wie? Kannst du mir was beibringen? Na klar, Tränke brauen ist mein Geschäft. Außerdem habe ich das Rezept für einen scharfen Schnaps. Aber bevor ich das hergebe, musst du mir erst 10 Kaktusblüten bringen. Oh. Ich habe auf jeden Fall welche eingesammelt. Zeig mir deine Ware. Aber offensichtlich sind es nicht genug. Ich kann dir das nicht geben. Du bist nicht würdig. Bin nicht würdig. Alles klar. Da, dass wir kein Gold haben, ist schwierig mit dem Handeln. Dazu bist du 14 Alchemiepunkte fehlen noch. So, wie schaut's denn aus mit den Kaktusblüten, hä? Das ist ja so klar. Wir haben 9 von 10. Komm, so, ist jetzt noch irgendwo eine vielleicht? Ah. So, bist du auch? Okay. Warte, dann machen wir erst das eine zu Ende, oder? Bevor wir hier mit ihm quatschen. Es gibt ja auch direkt, glaube ich, mal wieder Ruf, denke ich, ne? Hier sind deine Kaktusblüten. Sehr schön. Ich dachte schon, ich muss selber laufen. Hier ist das Rezept für dich. Und wir haben gleich auch noch einen Alchemiepunkt bekommen. Ist auch wichtig. Wie gesagt, da, dass ich das nicht unbedingt skillen möchte oder halt keine Lernpunkte rein investieren möchte. Not that bad. Luca. Willkommen in Ben Erai. Du bist bestimmt nicht gekommen, um dir den Buckel krumm zu schuften, richtig? Naja. Mann, diese Stadt ist eine Schatztruhe, aber ebenso gut bewacht. Wenn du ein bisschen über Gold quatschen willst, dann bring welches mit. Was hat denn der für eine Rüstung? Sieht mir nicht aus wie die mittlere Rüstung, aber eine schwere kann es, glaube ich, auch nicht sein, oder? Was ist dein Job hier? Ich habe genauso angefangen wie du. Allerdings schon vor recht langer Zeit. Eine Zeit lang bin ich durch die Arenen gezogen. Aber das war nichts für mich. Stimmt. Jetzt passe ich hier auf. Das ist zwar nicht besonders ertragreich, aber ich krieg eine Menge mit. Okay, der will... Also müssen wir uns einkaufen. Stimmt. Es gab jetzt keine Arena in der letzten Stadt. Und hier irgendwie... Das ist hier nicht, ne? Das ist hier, glaube ich, nicht. Warte mal, wer war denn jetzt der hier? Stimmt, bevor ich den komplett vergesse, ne? Wer bist du? Was machst du? Was hast du hier vor? Hast du Arbeit für mich? Arbeit? Die verdammten Nomaden treiben sich hier überall rum. Ich zahle dir ein Kopfgeld für jeden Nomadenführer, den du erwischst. Wenn du das unter Arbeit verstehst, dann habe ich Arbeit für dich. Wer steht auf deiner Liste? Shakyor der Löwe. Er hat Lago überfallen.
Hurit, er überfällt mit seinen Leuten die Oasen im Süden. Und Jespas, er lauert an den Wegen und überfällt Reisende. Scheiße, okay, ist jetzt irgendwie ein Ding? In jeder Stadt müssen wir erstmal 3 Köpfe mitnehmen, oder wie? Zeig mir dein Wasser. Da ist mal ein Erzrohling am Start. Okay, im Süden irgendwie, also Oase im Süden, irgendwas am Weg und dann noch bei Lago. Müssen wir mal schauen, okay. Aber ich glaube, der gibt uns jetzt an sich keinen Ruf, ne? Ist halt, also... Ich glaube, der gibt uns halt ein bisschen Cash, ne? So, warte, wie machen wir es jetzt? Ah, du. Nein, du hast keinen Namen. Du hast auch keinen Namen. Okay. Ui. Das ist wichtig. Nehmen wir auf jeden Fall mit. So, dann haben wir hier aufgehört. Naja, das mit den 100 Gold. Naja, wir haben... Naja, ob wir jetzt 100 oder 145 haben, ist auch schon egal. Reden wir ein bisschen. Gut. Pass auf, es gibt 3 Wege, an das Gold zu kommen. Entweder du schwingst die Hacke, du legst dich mit dem ganzen Ort an, oder du machst es leise. Was ist, wenn ich die Hacke schwingen will? Dann bist du bescheuerter, als ich dachte. Zuerst musst du dir nämlich den Zutritt zu den Stollen verdienen. Aber hey, wenn du das willst, ich habe noch eine Spitzhacke, die kann ich dir verkaufen. Der ist offensichtlich durch und durch Geschäftsmann. Zeig. Okay, er hat halt wirklich nur die Spitzhacke, ne? Was genau meinst du mit leise? Du musst ein geschickter Mann sein. Am besten wartest du, bis alle schlafen. Ich kann dir zeigen, wie du an die Truhen rankommst, aber das kostet dich was. Ach so, okay, in der Hinsicht. Mhm. Was ist, wenn ich mich mit dem ganzen Ort anlegen will? Du bist ein kräftiger Kerl und ich habe auch einiges drauf. Außerdem kenne ich ein paar der Sklaven. Die kämpfen garantiert mit uns zusammen. Okay. Aber du solltest vorbereitet sein. Also sieh dich mal eine Weile um und verschaffe dir einen Überblick. Junge, ist verdächtig, würde ich behaupten. Der ist sehr verdächtig. Anwärter, du bist dick. Vasco. Nun, bist du auch dem Ruf des Goldes gefolgt? Ich bin Vasco, Verwalter von Benerai. Hast du Arbeit für mich? Vom Westen her kommen immer wieder Crawler. In letzter Zeit trauen sich die Biester ziemlich nah an uns ran. Zu nah. Ein paar Sklaven haben sie schon aufgefressen. Ich will, dass du sie erledigst. Vor allem diese zähen Mistviecher. Die müssen irgendwo ein Nest haben. Da wäre ich schon sehr down dafür, weil ich halt auch gern noch ein bisschen weiter die Magie auskosten würde. Was macht ein Verwalter so? Och, ich zähle das Gold, organisiere die Wachen, kümmere mich um die Sklaven, halt um alles, was anliegt. Wo soll ich die Viecher suchen? Such sie westlich von hier. Such sie bei den Bergen. Und denk daran, ich will, dass du die zähen Mistviecher erledigst. Gut. Gibt's hier noch mehr Leute oder war's das hier jetzt schon wieder? Gold. Ja, das gefällt ihm jetzt nicht so, ne? Aber Waffenbündel habt ihr hier nicht. Wa? Eine nette Hütte. Verschwinde! Okay, der wird schnell mad. Was ist hier? Joa! Also er ist auf jeden Fall ein Verdächtiger. Er hier würde gern, aber, naja, vielleicht irgendwie doch nicht so motiviert. Hey, du! Wo willst du hin? Na, ich sehe mich mal um. Ja, das kenne ich. Aber mir machst du nichts vor. Du bist hier, weil du scharf auf schnelles Gold bist. In Benerai haben sie ja eine Mine. Da ist bestimmt was zu holen, ne? Aber du wirst die Stollen nicht betreten, klar? Jedenfalls nicht, solange du dich vorher nicht nützlich gemacht hast. Ich sage dir was, du gefällst mir nicht. Und deshalb werde ich dich im Auge behalten. Geh zu Sancho und lass dir Arbeit geben, sonst... Sonst was? Sonst muss ich annehmen, dass du nur hier bist, um das Gold zu stehlen.
Und dann möchte ich nicht in deiner Haut stecken, also beeil dich lieber. Ich hab doch schon. Was für 3 Tage Zeit. Was machst du hier? Ich schütze das Gold und pass auf, dass nicht jeder Fremde anfängt zu buddeln. Wichtig für dich ist nur, ich beschütze das Gold. Klar? Ja, ja. Nein, wir wissen nicht, ob wir dir... Gut. Ja, soll ich jetzt nochmal zu Sancho? Keine Ahnung, Alter. Ich hab doch den Job schon von ihm. Okay, wir können ihm jetzt schon was sagen. Eusebio ist doch offensichtlich ein bisschen verdächtig. Junge, ich hab doch jetzt halt schon einen Job. Reicht es? Ist es okay? Halt! Keine... Nee. Interessiert ihn jetzt auch nicht wirklich. Ja, dann würde ich sagen... Warte mal. Westen... Berge. Da machen wir jetzt halt erstmal diese Minecrawler platt. Würde ich behaupten. Westen, Berge. Okay. Alter, hier können wir doch easy eigentlich in den Stollen rein, oder? Also jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Ich will es jetzt irgendwie nicht probieren, weil dieser Navaras oder so hat ja ein Auge auf uns. Ja, hat er auch ziemlich klar gemacht. Sandcrawler. Das sind die normalen. Er will die zähen, hat er ja gesagt. Also, so, was geht bei denen? Ja, die halten schon ein bisschen mehr aus. Keine Ahnung, wo der hingehen sollte. Aber das ist ja so angenehm, dass sie das nicht blocken können, ne? Es ist ja so angenehm. Ich will aber auf jeden Fall irgendwann da noch reinrennen und einfach eine richtig miese Welle loslassen. Das sind halt einfach nur Sandcrawler, ne? Warte mal. Meint ihr? Hier macht's, weil wir haben jetzt nicht verhältnismäßig so viel Damage gemacht. Vielleicht hier mal kurz mit der Eislanze rein? Achso. Oh, was geht, Jungs? Oh mein Gott, das war zu früh, ne? Nö, nicht mal! LOL! Nicht mal, Alter, gut zu wissen, dass die Range da so fett ist. Ey, Jungs, das Game ist halt so GG, ne? Ja, irgendwie... Also hier sind schon echt viele Sandcrawler, aber ich sehe keine Zähne. Oh, 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 es buggt. Ich sehe halt noch keine Zähne, aber wir sind auf jeden Fall Westen und beim Berg. Wir sind nämlich nicht die 4. Ich glaube, die macht weniger Damage, aber freest halt dafür, oder? Chillig. Ja gut, irgendwie ist die Eismagie schon einen Ticken heftiger, oder? Kann das sein? Gesundheit. Wir haben hier 45 bis 68. Nee, der macht genauso viel Damage, bloß freest noch. Hä, übel OP. Übelst OP. Nur ein bisschen Mana sparen, ne? Nur ein bisschen Mana sparen. Ja ey, dann bin ich ehrlich. Machen wir es so. Ja gut. Nicht euer Ernst, oder? Nicht euer Ernst. Also... Ein paar mehr wären nicht gegangen, oder?
Flammenwelle haben wir ja noch nicht drauf, ne? Alter, wie geil wären das? Wir rennen da rein, hauen denen eine Eiswelle um die Ohren. Alles sind frozen. Dann hauen wir denen eine Flammenwelle um die Ohren, dass die auch noch richtig schön runterkokeln. So, da hätte ich schon Bock, ne? Oder einfach eine Eiswelle, rennen raus und machen einen Feuerregen. Also, da gäbe es schon ein paar Möglichkeiten, ne? Komm, geht. Nein! Warte mal, jetzt ziehen wir mal den ganzen Scheiß hier hinter uns her. Komm. Ich bin so tot. Wir haben auch nichts mehr zum Heilen, ne? Das bringt nichts. Wieso bringt das nichts? Oh mein Gott. Ich muss noch lernen, ja? Ich muss noch die gewissen Abstände herausfinden, ab wann ich am meisten treffe, ohne dass sie mich hitten. Und ich bin ehrlich, ich will da einfach mal kurz reinrennen und den einfach, ich will einfach so viel wie möglich auf einmal eineisen. Einfach, achso, ich hab das alles, oh mein Gott, ich hab das alles nicht abgespeichert. Ja, ist ja schon sehr entspannt, was hier los ist, oder? So nicht. Komm. Wieso kommen da immer ein paar durch? Sind die zu nah oder was ist da jetzt das Problem? Nein, das... Junge, ich wundere es nicht, dass der sagt, ja, da kommen die ganze Zeit irgendwelche Minecrawler um die Ecke. Junge, schau dir das Nest hier mal an. Wieso? So nicht. Ich verstehe ihn nicht. Wieso möchte er nicht? Ah, jetzt geht's. Ja, jetzt geht's. Natürlich geht's jetzt. Also da gab's doch jetzt bestimmt zwei Chancen, wo das easy hätte geklappt. Easy. Muss ich nicht verstehen. Mann, ich will doch einfach nur diese Genugtuung zu wissen, dass ich gerade inmitten von tausend von diesen Dingern stehe und einfach alle auf einmal wegeisen konnte. Ich hoffe, ich fühlt mich, weshalb ich da so Bock drauf. Und jetzt nicht einen auf, ja, erstmal ein bisschen auf Abstand. Ich nehme mal die eine Hälfte mit, ne? Moin! So, jetzt haben wir einen guten Pulk hinter uns, ne? So, ich renne jetzt ein Stück. So, das bringt. Vor allem, wir verlieren halt Zeit, wenn der so sagt, bringt nichts. Obwohl es mies was bringen würde, ja? Ich verstehe nicht, auf was er immer warten will, dann halt. Das bringt so nicht. Ich raste doch aus, Alter. Was ist denn das? Ach so. Wir können, glaube ich, nur einmal mit dem Eis, mit der Eislanze reinhauen, oder? Okay. Jetzt ist halt echt an der Zeit, Magier zu lernen, ne? Okay. Ich weiß echt nicht, woran es liegt. Dass der da manchmal einfach keinen Bock hat, den Zauber zu wirken. Komm, bitte. Ja. Mann! War so close. Rennen. So nicht. Jetzt schiebt er wieder seinen Film. Ich pack es nicht. Bitte. So. Oh mein Gott. Das hat wieder ein paar nicht getroffen. Okay.
Okay, es ist wirklich kritisch. Es ist wirklich kritisch. So. Schön dribbeln. Geh. Zwei. Ja, dann machen wir es ein bisschen anders. Meinetwegen, ja. Dann gehen wir den sicheren Weg. Ich hab's probiert, ich wollte so... Na, aber gut. Es leckt. Okay, also jetzt... Flipp ich gleich. Nee, friss diese scheiß Pflanzen jetzt einfach. Das bringt nichts. Wieso? Junge, ey, ich fühl bei sowas so Aggression. Wieso bringt das nichts? Oh mein Gott, keine Mana mehr. Ich speichere gleich. Nur kurz hier durchlooten. Junge, was ist denn auch hier los, Alter? Also hätte man nicht noch ein paar mehr Minecrawler einfach hinbekommen? Ist leer, der Space hier. Ist einfach viel zu leer. Das kannst du dir nicht ausdenken. Einen haben wir. Nur noch ungefähr 49. Junge! Vor allem, ich will die jetzt auch nicht losen, weil die sind teils angedamaged. Das wäre sonst wasted Mana. Ja, ist kein Selten. Ich würde euch so gern einen Feuerregen zünden, ne? Ich müsste nicht mal nah an die Viecher ran. Mal gucken, wann das nächste Mal was stirbt. Da ist einer weg. Rennen und ich speichere. Man muss auch die kleinen Erfolge im Leben schon, ne? In trockene Tücher bringen. So. Jetzt wieder einen erwischt. Okay, komm. Alter, ich wusste nicht, dass das jetzt so ein Film wird hier, ne? Es ist immer noch einfach nur eine scheiß Quest. Als ob es echt die Quest ist. Yo, geh mal hier ein paar Meter weiter. Da kommt immer wieder Minecrawler. Auf einmal stehen 50 Stück vor dir. Ja, ich weiß, es ist ein Sandcrawler. Oh mein Gott, war das. Das war ja viel zu nah. Das war so viel zu nah. So, glaube jetzt.
Okay, ich nehme mal kurz einen Trank, ne? Ich glaube, es ist angebracht. Schau mal, wir haben auch so noch so einen dicken da. Ich würde auch fast mal behaupten, ich nehme mal auch so einen. Bevor wir hier noch alle Mana-Pflanzen wegballern. So, na, zum Glück sind es nicht mehr viele, ne? Vor allem da hinten ist auch noch eine Höhle. Also, ey. Wollen wir wetten, das sind Sandcrawler in der Höhle. Waren auch auf jeden Fall noch nicht genug, die wir umgehauen haben. Da ist schon mal angebracht, doch mal ein paar in der Höhle zu quetschen. Imagine, wir hätten jetzt nicht den Magier-Lifestyle. Wir wären doch so am Arsch hier. Also, da könnten wir ja so einpacken. Stell dich mal vor, die ganzen mit Bogen und Schwert. Vor allem, die blocken ja richtig räudig, die Viecher, ne? Müsst ihr euch mal denken, die blocken ja richtig räudig. Hallo? Danke. Und hier ist die Wölfe, ey, das Gebiet, ne? Das Gebiet! Ich weiß auf jeden Fall, was das Thumbnail wird. Da gibt es viel zu sehen. So. Wie viele haben wir jetzt noch? Zäher Sandcrawler. Vor allem, es sind 10, 20 zähe Sandcrawler, die nochmal von 30, 40 normalen Sandcrawlern gedeckt werden. So. Einer weniger. Zwei weniger. Und keine Mana mehr. Junge, was? Also, ich nur mal fürs Protokoll, ich wollte ja Mana-Zänke kaufen. Bloß wir hatten 145 Gold stecken. Da war halt nicht viel mit einkaufen, ne? So, hier für dich. Okay. Jetzt glaube ich, haben wir aber die Situation langsam mal unter Kontrolle, ne? Hm. Ich glaube, danach will ich erstmal nichts mehr von diesen Viechern wissen. So, jetzt haben wir hier ein paar angenehme Lecks. Wer programmiert denn die Scheiße? Wer denkt sich, hey, das ist voll die gute Idee? Also, versetz dich mal kurz in die Lage. Versetz dich mal kurz bitte in dieses Team-Meeting. Komm, wir haben keine Ahnung, was wir machen, Alter. Gibt's halt irgendeine Quest jetzt? Da müssen die Spieler dann einfach irgendwie 50 Sandcrawler umhauen. Ist geil. Ja, Mann, machen wir so. Gut. So. Questerfolg kam noch nicht. Das heißt, es geht weiter. Ja? Es geht halt einfach weiter. Ich glaube, wir haben schon mittlerweile gebrochene Platten, also hier Crawler-Platten, für 20 Rüstungen. Ja? Warte, ich nehme mal noch ein... Oder soll ich noch... Ich weiß halt nicht, was jetzt da noch drin ist, ne? Also ich weiß, was drin ist, aber nicht wie viel. Na, immerhin noch eine Truhe, hä? Na, immerhin noch eine Truhe. Das wäre ja schlimm, wenn nicht. Oh mein Gott, er lebt noch. Yay! 15 Rufe in Benerai. Crawlerjagd, Junge. Eigentlich sind die mittlerweile, die sind jetzt einfach alte Truhe. Wenigstens das. Die sind ausgerottet, ja?
Weiß ich jetzt nicht. Naja, einen Mana-Trank gibt's. Ist doch schee. Ne? Das ist doch schee. 10 Stärke haben wir. Ja, das ist es halt nicht, ne? Was soll ich sagen, Leute? Das ist es halt nicht. Alter, ich weiß nicht, wir haben jetzt 15 Minuten nur Crawler geschlachtet. Und das ist dann die Folge, die ich euch gebe. Top. Gut, dann. Zurück. So, in welches Bett kann man sich denn hier legen, ohne dass irgendjemand ausrastet? Hier ging doch klar, ne? Ich muss mehr nach Buchstaben dann Ausschau halten. Ich glaube, ich gehe jetzt hier nochmal einmal kurz überall durch. Weißt du mal, wir haben ja den hier gefunden gehabt. Hast du einen? Du hast keinen. Nein? Vielleicht beim Chef, bei diesem Sancho? Ich habe jetzt keinen gesehen. Das ist eher ein Überfliegen, muss man sagen, ne? Okay, machen wir gleich. Jesus. Ich glaube halt, Ben Erai kann man nicht so schnell erledigen. Das ist halt so ein... Ja, man muss halt irgendwie da zusammenarbeiten mit Lago. Wegen dieser Mine auch, die halt nichts mehr abwirft und so. Okay, auf jeden Fall keine Buchständer. So, Vasco. Die Crawler sind Geschichte. Hast du das ganze Nest ausgeräuchert? Ja, hab ich. Naja, ich habe alles platt gemacht, was da so rumlief. Na gut, hier ist dein Lohn. 300 Gold, Junge, wenn der wüsste. Da war die Höhle in Gothic 1, ne, mit dieser Queen. Ein Heißdreck, ja. Gut. So, wie machen wir das jetzt halt? Eusebio macht sich verdächtig. Eusebio ist ein Penner. Er zerkleinert Gräser und braut Schnaps. Vielleicht hat er ja zu viel von seinem eigenen Zeug geschluckt. Egal, lass ihn in Ruhe, wir brauchen ihn. Gut. Ja, das Ding ist, dann kann es ja nur Luca sein. Weil wir haben mit jedem gequatscht. Und Luca ist halt, naja, ihr habt ja gehört, was er gesagt hat. Also, mal zusammengefasst. Jo, legen wir uns jetzt mit dem ganzen Ort an. Er nimmt uns dann noch 2000 Gold für die Scheiße ab, wisst ihr? Nee. Ja, stimmt, du hast ja eh nichts. Keine Ahnung, wir können ja noch ein bisschen Gold rausschlagen. So. 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 Was gibt's denn hier noch so? Warte, wir holen uns schon das Zeug noch von ihm. Keine Sorge, wir holen uns das Zeug. Mhm, noch ungefähr 1000. Ist halt nicht so viel. Ja, gut. Nee, also der würde uns halt potenziell helfen, den Ort auseinanderzunehmen, aber also ich glaube, an der Stelle jetzt schon würde ich sagen, dann machen wir das lieber mit den Nomaden, also wenn wir halt uns für irgendwas entscheiden müssen, ne? So. Lucar will sich dein Gold reinziehen. Ach. Ehrlich, dieser Tagedieb schleicht sich hier ein? Gute Arbeit. Und jetzt sorge dafür, dass dieser Kerl aus meiner Stadt verschwindet. Ja, gut, ne? Sancho schickt mich. Es ist besser, wenn du aus Ben Erai verschwindest. Ich glaub's nicht. Du hast mich verpfiffen? Du miese Sau! Nein, ich werde nicht gehen. Stattdessen wirst du gehen, und zwar direkt zu Beliar. Das ist dein Ende! Ich bin für mittlerweile ein mies guter Magier, ne? Also, just saying, Digga. Bleib stehen, du Feigling! Versuch ja keine Zaubertricks! Bist du behindert, Junge? Ich bin hier gerade im Fight. Yes, drop you nieder. Warte mal, der soll ja verschwinden, ne? Das heißt... Also, ich weiß nicht, ob die den jetzt umbringen sollen, aber ich denke mal zwangsläufig mit der Magie... Und er hat gesagt, er verschwindet nicht. Luca. Ja, gut. Das war's dann wohl, ne? Da haben wir den Ruf. So, und einen Heiltrank gibt's, wie nett. Dann haben wir jetzt auch schon wieder hier ein bisschen Ruf gesammelt, ne? Das Ding ist bloß.
Ich glaube, hier lässt sich nicht mehr allzu viel machen. Ich mache eine kurze Pause. Ah, das juckt ihn jetzt auch gar nicht mehr. Wegen halt... Achso, ja gut, die Sachen werden es halt noch, ne? So, warte mal, kann der... Ist jetzt irgendwie stolz auf uns? Halt, keinen... So, du hast dich also nützlich Pass. Gemacht. Dann mach weiter so. Wenn du Training brauchst, lerne von mir. Und erledige noch weitere Jobs. Vergiss nicht, ich behalte dich im Auge. Wollte schon sagen, ist da ein bisschen das... Ist da ein bisschen das Eis gebrochen? Na, war das. Okay, warte, wir haben... Was hatten wir gesagt? Einen bei Lago, einen am Wegrand. Gut, wir sind halt nicht gerade über den Weg hierher gekommen, ne? Ja, entweder halt in die Richtung oder in die Richtung mal schauen. Oder Oase im Süden hieß es doch, ne? Okay, dann lasst uns mal... Okay. Das war nicht so geplant. Warte mal, ich muss irgendwie auf eine Düne oben drauf. Vielleicht irgendwo... Ich glaube, bei der Oase, von der sind wir gekommen, ne? Von Braga, genau, da waren ja diese Löwen auf einmal so vielzahlig unterwegs. Da hinten war, also, naja, ist ja klar, ne? Wir müssen dann einfach nur ein bisschen nach Pflanzen Ausschau halten, weil sonst wächst hier nicht viel. Und wenn da ein paar Palmen sind, dann sind die auf jeden Fall am Wasser. Und da hinten sind auch Zelte. So, mal gucken. Also ich denke mal, wir werden hier jetzt definitiv irgendeinen dieser, ja, weiß nicht, Nomaden oder Banditen sehen. Das würde ich halt noch machen, ne? Weil im Prinzip, jetzt sind wir gerade in die Stadt reingekommen. Ja, und sind eigentlich auch vorerst durch mit der Stadt, weil halt der Rest ist connected mit Lago. Ist ja hier auch gleich um die Ecke laut Karte. Würde ich halt fast sagen, müssen wir Lago erstmal vorschieben, oder nicht? Weil sonst kommen wir halt in Ben Erdai auch nicht weiter. Die gehören halt da irgendwie an der Stelle ein bisschen zusammen. So, mal schauen, sind die uns jetzt hier feindlich gesinnt? Nee. Ah, das sind Assassinen. Belias Hand. So gut. Na, Reisender? Scheiße, die Stimme. Auf der Flucht? Wieso Flucht? Untote Nomaden. Es gibt eine Menge Gründe, auf der Flucht zu sein. Aber egal. Trink ein wenig Wasser und ruhe dich aus. Was machst du hier? Ich bin hier der Chef. Das ist meine Oase. Tja, weißt du, die Nomaden machen uns das Leben schwer. Immerzu wollen sie uns angreifen. Vor allem dieser Hurit. Vielleicht kannst du dich ja mal darum kümmern. Wo finde ich Hurit? Nicht weit von hier im Süden. Meistens treiben sie sich steht im Osten. In alten Ruinen herum. Ja, und was nun? Was ist zu tun? Hurit und seine Bande lauern in der Nähe. Sie warten nur darauf, unser Wasser zu stehlen. Also geh und mach sie fertig. Im Süden oder Osten jetzt? Es stand Osten da. Aber gesagt hat er im Süden. Also eine alte Ruine auf jeden Fall. Im Osten oder Süden, ja. Chillig, Digga. Also entweder hier oder noch weiter. Ja, dann schlagen wir einfach mal so eine Runde hier ein, ne? Ist halt die Frage, ne? Ob wir uns da irgendwie entscheiden können. Oh, das ist ja auch wieder alles voller Blutfliegen, Mann. Blutfliegen. Oh, hier sind Zelte. Das wäre der Osten. Naja, gut. Oh, Feuer war dran. Ja, Mal schauen. Sind wir jetzt hier richtig oder nicht? Ist das Hurit? Du hast es so gewollt. Gruß. Ja, das war jetzt natürlich nicht so smart, ne? Bleib stehen! Das ist jetzt nicht Hurit. Achso, ja, jetzt müssen wir ihn eh umhauen. Weil der wird sauer halt auf uns sein. Krieg ich dich doch noch. Ja, okay, der ist ja echt angepisst.
Das war echt filmig mit diesen Rüstungsgedings, ne? Ich meine, machen wir es einfach. Machen wir es so. Ich reiß dir den. Schlecht. Hey. Paladinschild, Paladinschwert. Ja, natürlich, was denn sonst? Die Leibspeise hier. So, dann das hier besser. Würde dir das gefallen? Warte mal, wo ist denn dann dieser... Hä? Das ist eine Ruine, aber hier ist so eine Ruine. Sind die denn hier vielleicht gleich? Also, dass die vielleicht so ein bisschen hier nebeneinander chillen. Okay, ich dachte, Real Talk, der ist es jetzt, aber nee, wir sind jetzt irgendwo ganz anders. Ich weiß auch gar nicht, was ein Paladin mit seiner Eisenrüstung hier macht. Mal, das nehmen wir mal kurz aus. Ein bisschen Milch, Kopfnuss. Ui. Nee, geht nicht. Zu schwer. Geht auch nicht. Und hier ist einfach nichts zu holen. So. Cruz. Jetzt sind wir wieder gut, oder? Diese verfluchte Wüste macht mich noch fix und fertig. Ja, ich seh's schon, ich seh's schon. Was ist passiert? Nicht genug, dass es hier verdammt heiß ist. Man muss sich auch noch mit diesem Viehzeug herumärgern. Ja, Junge, du rennst in einer Metallrüstung. Drüben im Norden. Eines Nachts kamen die Sandcrawler und haben mich fast erledigt. Eines von den Biestern hat dann zu guter Letzt noch meinen ganzen Kram gefressen. Gefressen! Verstehst du? Aber ich habe dem Mistvieh ordentlich eins verpasst, bevor ich geflohen bin. Der Sandcrawler sollte noch derbe verwundet sein. Naja, alleine gehe ich da jedenfalls nicht mehr hin. Das ist die Hölle, sag ich dir. Was macht ein Paladin in diesem Land? Ich bin auf einer heiligen Mission. Feuerkelch. Die Feuermagier gaben mir den Auftrag, Alter, nach dem Feuerkelchchen zu suchen. Wie random auch. Und ich habe einen gefunden. Das war nicht leicht, das kannst du mir glauben. Und jetzt ist der Kelch im Bauch dieses Suncrawlers aus der Hölle und wandert lustig durch die Wüste. Okay, passt auf, Leute. Dann machen wir es einfach so, ne? Jetzt sind wir auf einmal bei Cruz. wir haben hier einfach die Möglichkeit, einen Feuerkelch zu bekommen. Das ist auch sehr geil. Dann mache ich hier einfach einen Cut. Wenn wir nächstes Mal wieder reinkommen, machen wir die Geschichte hier mit Cruz, ja? Wer bist du eigentlich? Yusuf. Dann quatschen wir auch noch mit Yusuf, ne? Und wir suchen Murid. Und... Ja, im Prinzip, je nachdem, wie wir dann mit der Folge stehen, wenn wir zu weit, also wenn es schon zu lange ist, gehen wir noch nicht nach Lago, sondern machen noch diesen Wegelagerer-Banditen, wo auch immer der sein soll, aber den suchen wir halt dann, ne? Und wenn das Ganze zu schnell ging, dann checken wir halt noch rüber nach Lago und gucken, wie da die Lage ist. Ah, der war nicht Absicht. Gut, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Freunde, macht's gut.